Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darksiders Genesis. Ja, ich habe echt wenig Zeit, weil zurzeit sehr viel Arbeit und so weiter. Bei Weihnachten und mehr und so. Und es wird halt immer schwieriger, irgendwie Videos aufzunehmen, wenn man eine 6-Tage-Woche hat. Und das ist nicht so leicht, dann halt Videos aufzunehmen. So, ich hoffe, ihr verzeiht mir auch, wenn wir nur zur Hälfte geschafft haben. Sprich, nur halt diese Ecke. Und ja, guck mal, wir haben noch hier noch auch noch eine Menge. Das ist echt sehr viel Erkundung noch halt. Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir machen mal jetzt mal weiter. Und sonst vertrödeln wir nur noch unnötig Zeit mit Gequatsche. Gut. Dann wollen wir mal nach E1 gehen. Die Luft ist plötzlich kühl. Wir nähern uns etwas Mächtigem. Soll ich dir eine Decke holen? Geschmiedet im Feuer der Hölle, der Todesreiter 3, den Meister sie schützen, solange ihr Wille ist frei. Schier endlose Macht, die Wahrung den Dienern obliegt, ein Quell wahren Schreckens, weder Dämon noch Mensch sie je besiegt. Erbaulich. Ich werde das hier genießen. Okay, und weiter. Wir schauen uns nochmal die Karte an. Hier finden wir nichts, ne? Nein. So eine Tür. Okay. Da ist schon wieder dieses Dingens hier. Diese roten Kristalle. Irgendwas benötigen wir da. Der Sperrmechanismus. Die Untoten sind buchstäblich hirnlos. Er muss in der Nähe sein. Mann, die unterbrechen mich bei jedem Gespräch irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, was ich davor sagen wollte. Ah, da ist schon wieder sowas. What? Okay. Was war da oben, ne? Ja. Da müssen wir eine Bombe werfen. Aber erstmal lösen wir mal das Rätsel. Okay. Das war Tür Nummer 1. Jetzt müssen wir nur noch Tür Nummer 2 finden. Äh,
Okay. What the heck? Gerade was Schönes gesehen. Das riecht nach einem neuen Skill. Oh yeah. Hopp. So, wunderbar. Was haben wir denn hier? Thermohandschuh. Was genau macht man damit? Was? Thermohandschuh, bla bla. Ausrüsten. Drücke RT, für Thermokristalle zu zerstören und einen Wohnstand auf den Nummer zu aktivieren. Drücke T, um Gegner zu sagen, kleinere Gegner zurückzuwerfen. Okay. Ein Handschuh. Das wird lustig. Als bräuchtest du einen Grund, um zuzuschlagen. Interessant. Das heißt, damit können wir jetzt die Kristalle, glaube ich, zerstören, ne? Kann das sein? Weil hier kommen wir noch nicht raus. What? Ah, okay. Okay, da können wir noch klettern. Ah, da ist auch noch was, okay. Kommen wir überhaupt da an? Nee, ne? Nee, das wird nicht funktionieren. Schade. Nee, wir gehen erstmal hoch. Soll jetzt hier sein? Hier ist ja nur Feuer. Ah, natürlich, ich sehe es. Okay, Nee. Das muss ich von hier aus machen, ne? Kann das sein? Aber wie soll das denn gehen? Wie zum Geier soll das denn gehen? Warte mal. Das würde nicht gehen. Okay, dann weiß ich selber nicht weiter. Oh mein Gott, das war knapp.
Ich glaube, ich falle. Was? Ach so, da. Okay, da müsste ich dann hochspringen, oder wie? Nein, was mache ich denn da? Wo ist der Schatten? Da. Okay, das sind Trickschüsse. Komm schon. Jawohl. Ah, das war jetzt dumm irgendwie. Halt, stopp. Da ist was. Okay, und nun? Warte mal. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind wieder in der Hauptkammer. Das ist ein Irrgarten, und zwar kein spaßiger. Eigentlich macht kein Irrgarten Spaß. Okay, wo sind wir denn jetzt aktuell? Wait, what? Okay, da befindet sich ein Boss, ey. Okay. Achso, da kommen wir gar nicht rein. What? Warte mal. Einer erledigt. Okay. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir den zweiten noch öffnen. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Wie machen wir das? Nee, das können wir, glaube ich, nicht aktivieren, ne? Kann das sein? Nee, geht nicht. Nee, der muss sich drehen. Okay, wie kommen wir jetzt weiter? Von hier aus auf jeden Fall nicht. Wir müssen, glaube ich, hier hoch und dann hier links abbiegen, ne? Ja, natürlich, wir haben doch den Handschuh.
Komm her. Nicht weiter, oder? Nee. Okay, dann öffnen wir mal diese Tür hier. Auf jeden Fall machen wir das hier. Ah, das ist nicht so leicht, ey. Na, komm schon. Noch ein bisschen. Da. Okay. So. Okay, gut. Was haben wir denn dort? Ach so, okay. Ach, was mache ich da? Das ist doch eine Verarsche. Schon. Oh. Okay. Das hätten wir auch. So, das ist jetzt auch offen. Ach nö, das heißt, wir müssen jetzt mehrere öffnen. Warte mal, wir haben noch einen Durchgang. Können wir damit irgendwas machen? Okay, auf jeden Fall nicht. Okay, das ist nur, um rüberzukommen. Okay. Ah, das ist doch irgendwie dumm. Okay, erstmal hier. Okay, das haben wir jetzt schon mal verkackt.
Was? Wir sind richtig, ne? Nein. Hä? Wir sind da... Okay, nochmal. Geht schnell hier. Was? Wie soll das denn funktionieren? Okay, das ist ein bisschen tricky jetzt. Warum ist hier eine Rune? Können wir das vielleicht aufspringen? Warte mal, ich schau mal nach. Hä? Ach nee, okay. Gut. Irgendwas muss hier noch was geben. Nur, wie kommen wir hier rein? Und außerdem frage ich mich, wofür ist denn die Bombe gut? Hm. Also wenn wir die Bombe nicht mehr benötigen, gehen wir einfach so durch. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich muss hier runterrennen, ne? Scheiße. Ah, verdammt, das stimmt ja, da war ja was. Nein. Ah, ne, verkackt, verkackt, verkackt. Okay. Ich gehe einfach durchs Portal. Ich verstehe nicht. Was muss man denn machen? Und warte mal. Ich jage quasi nur einen Schatz hinterher. Was ist das eigentlich für ein Schatz? Truhe. Ah, eine Limbus-Truhe ist das, okay. Komm. Ich jag doch jetzt nicht wegen irgendeiner Scheißtruhe hinterher, ey. Okay. Todeshauch? Halte Y, um Gegner einen Doppelschlag mit Todeshauch zu markieren. Beim Tod explodieren sie, was nahen Gegnern schadet und Todeshauch passiv. Jeder Feuerfressangriff hat die Chance Schaden und erhöht darauf die Angriffskraft für jeder. Okay. Enchant. Aha. Als ob.
passiv bei ihm. Okay. Okay, wir schauen mal auf der Map. Wir müssen gleich hier beim Boss sein, ne? So wie es aussieht. Wieder hoch. Ja. Da war eine Fährmannsmesse. Ich habe. Ist einfach da lang. Ich habe keine Ahnung. Digga! So, war da auch irgendwas? Ja, bestimmt, 100 Pro. Aber ich gehe da jetzt nicht hin. Der Tod ist alles! Ihr Jungs braucht dringend neue Sprüche. Hey, an mir ist nichts dran. War ist bestimmt eher sein Geschmack. Okay, das war der erste. Dann müssen jetzt nur noch zwei überbleiben, ne? Ja, da kamen wir irgendwie noch nicht rein. Da müssen wir irgendwas machen. Warte mal, ach so, da ist die Truhe. Okay, okay. Okay. Ist da was? Ah, okay. Eine Trap. Da war nichts, okay. Hier unten brauche ich dich gar nicht, glaube ich, gucken, oder? Nee, hier war nichts, okay. Hier. Oder kamen wir von dort? Ja, von da kommen wir. Wie kriegen wir denn diese eine Tür denn auf, ey? So. Ich brauch deine Tür.
Ah, da ist ein Hebel. Oh, warte mal. Warte mal. Wir konnten dort echt dorthin? Das müsste ich nochmal überprüfen hier. Ah, das ist ja schon wieder das, ne? Okay. Wir müssen hier hin, ne? Kann das sein? Ich hoffe, hier reicht das auch aus. Nee, das geht leider nicht. Okay. Also sind wir quasi gezwungen, das zu machen. Wie soll das denn funktionieren? Und ich bin auch so dumm manchmal. Guck mal. Wir werfen die Bombe. Zack, fertig. Noch einer erledigt. Es war so simpel, ey. Aber das Geheimnis ist, wir haben da noch eine Truhe. Ich würde gerne da rein. Nur wie funktioniert das? Wie? Oh, die Truhe sieht echt geil aus. Wie kommen wir da rein? Was müssen wir machen? Gibt es so eine Art Reihenfolge? Warte mal. Ich mache einfach das hier. Boah, was mache ich denn da für eine Kacke? Hey, komm. Zeigt diese Rune an, ne? Fuck. Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir scheißen drauf. Machen einfach weiter. So, dann müsste er ja hier. Ups. Ja, der nächste Boss sein. Achso, ja. Wo machen wir? Sollten wir ausrüsten? Okay, gut. Wir haben hier gar nichts, außer nur hier die eine Kiste. Aha. Ich werde in eurem Blut baden! Keine schlechte Idee. Du stinkst fürchterlich. Sag mal, wo ist denn der Boss? Hab ich ihn echt da oben hingeschubst oder was?
Ha, auch nicht schlecht, jetzt kann ich ihn einfach so verarbeiten. Oder auch nicht. Oh mein Gott, der ist wieder unten. Okay, Walk kann 25% mehr Schaden blocken, erhöht Strice Angriff und Sonneskraft um 2,5%. Die Todschreiter sind gefallen. Jetzt ist Belial verwundbar. Okay. Ich würde noch keinen direkten Angriff wagen. Da wäre immer noch seine Waffe, was auch immer sie sein mag. Ich finde es dennoch seltsam, dass sich Lucifer Hilfe bei so einem verfressenen Trottel holt. Er spielt immer mit gezinkten Karten. Wir finden bestimmt heraus, welche Rolle Belial spielt. Wahrscheinlich, wenn es zu spät ist. Okay, das war wohl Kapitel 7. Damit sind wir quasi schon durch. Das ist interessant. Alles klar. Dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Ja, die haben wir. An denen sind wir gar nicht rangekommen, warum auch immer. Ja, dann beenden wir mal Kapitel 7 hier. So, wunderbar. Wohlgrim scheint auch dort zu sein. Wir gucken mal hier, wie viel wir jetzt da schon haben. Fünf. Okay, also das wird noch eine Weile dauern, bis es voll ist. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich würde mal hier den Part dann beenden. Und dann wird das sein, dass wir gegen Belial kämpfen müssen als nächstes. Gut, ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, dann ist Belial dran. Okay, gut. Bis dahin. Tschüss, tschüss.